Jakob Auer, Bauernbundpräsident von der ÖVP, ist schon am Wort. Bundesfinanzrahmen oder Steuerreformdebatten. Man erlebt immer wieder etwas Neues, Kollegin Moser. Nur eines bleibt immer gleich. Eines ist immer dasselbe. Die Regierung sieht es positiver und die Opposition sieht den Untergang nahe. Tatsache ist aber, wenn man sich die letzten Jahre ein wenig die Ergebnisse des Budgets, der Voranschläge durchsieht, dann stellt man eines fest. Und das wäre bemerkenswert, wenn man sich die Mühe machen könnte, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, sich das alles zu lesen, was Sie selber hier von diesem Rednerpult aus behauptet haben. Alles sei nichts, Makulatur, die Ziffern stimmen nicht, es wird ja weit schlechter sein, es wäre eine Katastrophe. Interessant ist nur, dass die Ergebnisse der letzten Jahre eindeutig besser waren, als sie budgetiert wurden. Jetzt könnte man durchaus behaupten, dass man hier sehr sorgsam, sehr objektiv und vorsichtig budgetiert hat. Wissen Sie, meine Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, Großmeister der scharfen Pointe zu sein, ist ein bisschen wenig. Außer lauter Töne nichts zu hören, denn wenn man sich euer Lied anhört, alles ist nichts, es geht uns schlecht. Diese Beiträge, behaupte ich, sind nicht der Wahrheit entsprechend. Man könnte sogar meinen, sie seien verantwortungslos. Denn Tatsache ist, Konjunktur ist einmal im Wesentlichen auch eine Frage der Stimmung, zumindest 50%. Und wenn wir alle alles bejammern, dass es so schlecht ist, wie soll denn dann ein Unternehmer etwas unternehmen? Wer sollte denn dann Zutrauen haben in die Zukunft? Wir sollten ein bisschen mehr Optimismus auch verbreiten. Das, meine Damen und Herren, ist auch ein bisschen zu wenig für eine Opposition. Ja, es gibt viele Punkte, die kann man durchaus kritisch sehen. Unbestritten. Gar keine Frage. Aber es ist nicht alles so schlecht, wie es manches mal getan wird. Und der Kollege Podgorschek, lieber Elmar, du weißt, dass ich dich sehr schätze. Einer deiner Sätze hat er gelautet, ja, solange diese Regierung rot-schwarz hier am Werke sei, würde Österreich nicht reformierbar sein. Na, ich kann mich erinnern, da gab es eine Regierung aus Rot-Blau. Dann gab es eine Regierung aus Schwarz-Blau. Ja, warum ist denn in dieser Zeit im Föderalismus, lieber Kollege Elmar, nicht etwas geändert worden? Vielleicht, weil es damals einen blauen Landeshauptmann gegeben hat, der uns ein Desaster sondergleichen hinterlassen hat. Das sollte man auch nicht vergessen, meine Damen und Herren. Und wenn man meint, man sollte gerade auch in der Struktur, in der Verantwortung das eine oder andere verbessern, bin ich dabei. Finanzausgleich wurde angesprochen, der in Zukunft zu verhandeln ist. Ich frage mich auch, dass es in dem einen Bundesland der Mitfinanzierung der Gemeinden gibt zum Krankenanstaltenbeitrag, zur Abgangsdeckung, dem anderen Bundesland nicht. Ich frage mich auch, wenn ich als Bürgermeister, und ich war das immerhin 32 Jahre lang, sozusagen ansuchen muss, weil ich 5 Straßenlaternen brauche, und dann teilt mir der zuständige Landesrat mit, es freut mich, dir mitzuteilen, dass in der gestrigen Sitzung und so weiter, und dann werden 80% angewiesen, und dann braucht man dann den Nachweis, die Auftragsbestätigung und so weiter und so fort. Da könnte man ungeheuer viel einsparen. Vielleicht wäre es auch möglich, die Finanzzuweisungen des Bundes für die Gemeinden direkt, ohne Umweg über die Länder sozusagen, an die Gemeinden weiterzuleiten. Vielleicht wäre es auch denkbar, eine klare Struktur. Wir zahlen zwar beim Krankenanstalten Abgangsdeckung mit, mitzureden haben wir null, absolut null als Gemeinde. Beim Kindergarten kannst du teilweise ein wenig mitreden. Die Gebührenhoheit wird dir vorgeschrieben, wenn du es nicht einhältst, dann gibt es also keine Zuweisung und so weiter. Da ließe sich vieles verändern. Vielleicht gelingt es in Zukunft bei diesem Finanzausgleich das eine oder andere zu machen. Und wenn, in einem Punkt gebe ich dir recht, es wäre durchaus interessant, einmal zu wissen, eine Transparenzdatenbank in allen Bereichen. Nicht nur in der Landwirtschaft. In der Landwirtschaft kriegen sie wir wieder ab Juni. Da ist man schnell bei der Sache gewesen. Da war man also schnell dabei, dass das also wieder das. Mich würde mal interessieren, wie es überall ausschaut. Ohne Neid zu schüren. Aber vielleicht einmal ein bisschen zu vergleichen, wer der Schlaumeier der Republik, die Subventionskaiser sind, wer irgendwo sozusagen jeden Weg kennt, von der Gemeinde über den Bezirk, über das Bundesland, über den Bund und so weiter, wäre durchaus einmal interessant. Tatsache ist, nicht weil ich Optimist bin, sondern weil ich Realist bin.
Ich behaupte, so wie in den letzten Jahren, die Budgetziffern und Zahlen und der Bundesfinanzrahmen wird besser sein, als von der Opposition behauptet. Das haben die letzten Jahre bewiesen. Argumentiert Jakob Auer von der ÖVP.